Für Alex sticht eine Passagierin heraus und er beschließt, sie zu kontrollieren. Wo waren Sie vor Istanbul? Im Iran. Mein Freund steckt irgendwo. Sind das seine Koffer? Das sind seine. Diese beiden? Ja. Die durchleuchten wir. Da geht's rein. Wo haben Sie ihn zuletzt gesehen? Bei der Passkontrolle. Ich durfte durchgehen. Ist was mit seinem Reisepass? Er hat einen iranischen Pass. Da war eine lange Schlange. Das ist 45 Minuten her. Manchmal dauert das. Ich versuche immer, die Situation zu verstehen, in der sich eine Person befindet. Dennoch muss ich dabei auch in Betracht ziehen, dass sie mir das alles vielleicht nur erzählt, damit ich Mitleid mit ihr habe. Als eine Art Täuschungsmanöver. Das sieht aus wie Tabletten. Es könnten Drogen sein. Die Koffer werden kontrolliert. Doch die Frau scheint an etwas anderes zu denken als an ihr Gepäck. Können Sie ihn ausrufen lassen? Ich habe langsam das Gefühl, sie versucht, mich auszutricksen. Wenn ich meinen Pass und die Koffer hier lasse, darf ich ihn dann suchen gehen? Die Zollbeamten bitten Flughafenangestellte, nach dem Mann zu suchen. Die Frau ist sehr nervös, weil wir die Koffer öffnen. Sie schaut immer wieder zum Ausgang. Das sieht nach einem Antihistamin aus. Wenn wir den Mann finden, prüfen wir, ob er ein Rezept dafür hat. Wir haben Ihren Freund. Da ist er ja. Sie wurden schon vermisst? Als ihr Freund auftaucht, beruhigt sich die Frau. Timo und Alex fahren mit der Gepäckkontrolle fort. Etwas gegen graue Haare brauche ich auch bald. Was ist das? Das ist Knoblauch. Der ist groß. Und das ist Fleisch. Wissen Sie, dass es verboten ist, Fleisch einzuführen? Timo hat den Koffer aufgemacht und das Fleisch lag direkt oben. Mal sehen, wie viel das ist. Ich vermute, die Tüten sind voll davon. Nicht immer sind Fleisch und Wurstwaren so frisch wie diese. Die waren wohl tiefgefroren. Was ich auf dem Röntgenbild gesehen habe, waren Lebensmittel. Tiefgefroren und in Tüten verpackt. Ich habe das aus Schweden mit in den Iran genommen. Und das ist übrig geblieben. Es war zu viel? Ja, Lachs und Lamm. Räucherlachs. Sonst ist es so, dass man Essen im Iran kauft und mitbringt. Die Frau behauptete, der Lachs war für Verwandte im Iran. Sie hätten nicht alles aufgegessen und darum hat sie den Rest wieder mit nach Schweden gebracht. Sie haben den Lachs aus Schweden wieder mitgebracht. Mal sehen, wie die Vorschriften dafür lauten. Was haben wir denn hier? Geräuchertes Lamm. Das behalten wir hier. Wir beschlagnahmen jeden Tag alle möglichen Lebensmittel. Das sind Hamburger. Bei solchen Kontrollen sehen wir Essen, Milchprodukte und alle möglichen Arten von Nahrungsmitteln. Das Etikett ist schwedisch. Der Lachs entspricht also EU-Vorgaben. Das ist also in Ordnung. Wie lange waren Sie unterwegs? 2 Monate. Er war eingefroren. Sie sind ja geflogen. Wie lange hat der Flug gedauert? 7 Stunden. Und zurück? Genau so lang. Sie dürfen ihn behalten, aber ich würde es nicht empfehlen. Wir schmeißen ihn weg. Nicht, dass Sie krank werden. Ich habe der Frau gesagt, dass ich ihr nicht zu nahe treten möchte, aber ich denke, sie sollte den Lachs nicht mehr essen. Er ist um die halbe Welt gereist und wieder zurück. Während des Fluges war der Fisch ungekühlt.
Hoffentlich konnte ich damit verhindern, dass Sie und Ihr Freund sich den Magen verderben. Das sieht nach Antihistamin aus. Haben Sie ein Rezept? Nein, weder die Frau noch Ihr Freund haben ein Rezept für das Medikament. Darum wird es konfisziert. Was ist da drin? Das Gepäck enthält nicht nur Fleisch und Medikamente. Das sind Eier von einem kleinen Vogel. Ich weiß den Namen nicht. Eier? Das sind keine Wildvögel. Sie werden auf Bauernhöfen gehalten. Immer wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, wird man überrascht. Ich habe noch nie jemanden kontrolliert, der Eier aus dem Iran mitgebracht hat. Verstehe. Hier steht Quail-Egg. Das sind Wachteleier. Davon habe ich noch nie gehört. Mein Freund hatte mal welche. Aus dem Iran? Aus Schweden. Sind die gut? Keine Ahnung. Ich muss prüfen, ob die erlaubt sind. Hübsch sind sie ja. Wenn wir die Eier nicht behalten dürfen, sorgen Sie bitte dafür, dass sie nicht im Müll landen. Offensichtlich liegen der Frau die Eier sehr am Herzen. Sie will nicht, dass sie weggeworfen werden. Darum soll ich sie mit nach Hause nehmen. Aber das geht leider nicht. Es ist ein tierisches Produkt. Ja. Ich check das. Da steht, tierischen Ursprungs. Die Eier fallen darunter. Erreger wie Salmonellen sind sehr häufig. Sie verbreiten Krankheiten. Wir konfiszieren sie. Einverstanden. Wir müssen die Eier leider behalten. Das ist ein tierisches Produkt. Okay. Doch plötzlich gibt es gute Nachrichten. Wiegen die Eier mehr als 2 Kilo? Ist das die Obergrenze? Aus einem Drittland schon. Alex und ich dachten, dass Eier aus dem Iran verboten sind. Aber ein Kollege hat uns gesagt, dass wir da falsch liegen. Ich wusste nicht, dass man bis zu 2 Kilo einführen darf. Wirklich? Sie dürfen sie mitnehmen. Das mit den Eiern wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass Fleisch verboten ist. Informieren Sie sich bitte vorher. Insgesamt finden Alex und Timo fast 8 Kilo Fleisch, verschiedene Milchprodukte und Medikamente. Es wird alles beschlagnahmt. Die Wachteleier bleiben dem Paar. Als kleiner Lichtblick. Einen schönen Tag noch. Grüßen Sie Ihren Freund.